Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video vom Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge. Und wir stehen schon wieder vor unserem Dämonenkind. Ja, das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann. Die Kiddos sind alle wach und sie kann irgendwas tun. Wir haben noch ein Tablet irgendwo. Da liegt es. Und dann kann sie ein bisschen Sim-Shape spielen. Die anderen beiden haben auch schon zu tun. Das ist sehr, sehr brillant auf jeden Fall. Level 3 der Fantasiefähigkeit. Das gefällt mir. So, und sie kann dann gleich einfach noch ein bisschen fernsehen. Weil ich meine, ihr geht ja sonst ganz gut. Ihr habt ihre Hausaufgaben etc. Sie ist auf jeden Fall dabei, auf einen guten Weg zu kommen. Ach, heute ist Samstag. Oh. Sie ist schwanger, ne? Jo, gut. Ich weiß nicht, ob es dann immer so gut ist, hier ran zu arbeiten, aber egal. Sie kann sogar Zusatzhausaufgaben machen, das ist gut. Sie macht die Hausaufgaben und passt währenddessen auf ihre Kinder. Nein, auf ihre Geschwister. Das sind nicht ihre Kinder. Sie ist keine Teenie-Mama. Es ist alles okay. Der Partybot bringt jede Party in Fahrt. Alles klar. Ich glaube, schwangere Sims können nicht sterben, aber trotzdem sollte sie nicht unbedingt weiter daran arbeiten. Wieso verdient sie eigentlich immer noch so wenig mit ihren Sachen? Das frage ich mich irgendwie. Es hat jetzt auch nur fast 200 gebracht. Das heißt, es ist nur 100 plus gewesen, circa. Das ist halt schon wenig, ne? Das bringt jetzt auch nur 403, obwohl sie schon Level 8 ist. Das ist halt schon wenig, ehrlich gesagt. Jetzt ist sie wieder blond. Das ist okay, denke ich. Ist das ihr Ernst? Ich hasse Geister. Yay, wir sehen das Outfit wieder. Ich finde das Outfit so süß, deswegen. Außerdem sieht man... okay, haben wir das überhaupt schon gesehen? Ist halt die Frage. Das frage ich... ich weiß es gerade so genau nicht. Aber ich finde es schön, wenn man ihr Tattoo sieht. Also ihre Zusatzarbeit wurde auch abgeschlossen. I like it. Ich glaube, das ist genau das, was sie jetzt gerade braucht. Sieh so, ich fange einfach noch ein Projekt an. I mean, do it. Das wird sich auf jeden Fall gut hier auswirken, denke ich mal. Yay, das ist auch fertig. Dann geht mal beide schlafen. Sie ist einfach noch gar nicht müde, aber egal. Sie hat nichts zu tun in ihrem Leben, deswegen geht sie einfach schlafen. Die sind jetzt alle auch sehr, sehr close, bis sie älter werden können. Das ist sehr, sehr gut. Und dann haben wir wieder Schulkinder. Yes. So, und du bist natürlich sehr, sehr fleißig. Ich hoffe, dass sie halt direkt schon vielleicht hier höher wird. Ja, das klappt, das schafft sie locker. Nice, dann kann sie auch direkt weg. Bye. Oh, Wanda erreicht Level 3. Dann ist sie durch, ne? Glaube ich. Oh. Damit ist sie durch, ja. Dann kann Mama das gleich zeichnen. Denn der Geburtstag von ihrem Kind ist erstmal wichtiger. Viola ist, glaube ich, jetzt auch komplett durch. Ja, und sie ist auch gleich durch. Woo! Sie ist Musikliebhaberin. Und kreativ. So, dann kommt das nächste Kind an der Reihe. Let's go. Mal gespannt, was aus dir wird. Ingenie und mental. Und dann fehlt natürlich nur noch die Xenia. Sie ist kleptomanisch und sozial. Und dann geht es in den Creative Sim. So, zwei von euch können hier an Sachen arbeiten. Das würde ich euch auch dringendst empfehlen. Es passt, by the way, ganz gut, dass das Dämonenkind einfach kleptomanisch ist. Ich kann nichts anderes dazu sagen. Das,
Besser ging es nicht. Wir beenden auch einfach mal an der Stelle das Video, denn meine Zeit ist schon wieder vorüber. Und ich denke, es ist ganz gut, was passiert. Im nächsten Part bekommen wir dann finally unser Kind. Wir sind mal gespannt, wie das wird und ob Udine ausziehen wird. Ob wir da auch schon soweit sind. Auf jeden Fall, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin und tschüss!